Und das wird heute mit Sicherheit ein sehr wichtiger Schlag für Patrick werden, dieser Gegentopspin, der Aufschlag von Patrick oft gespielt wird, die eher schwächere Seite damit ist. Ist natürlich auch mittlerweile ja ein ganz klassisches Element, was jeder Topspieler beherrscht. Sehr stark. Weil natürlich genau das immer wieder attackiert. Der ist gerade noch, ich denke, der war nicht ab. Stark eigentlich noch. Position 2, so wie man im Tischtennis sagt, einnimmt, ein bisschen weiter hinten. Und dann ist er echt stark. Aber bislang hat er eingestellt hat und so wie du schon gesagt hast, ist nicht so einfach. Ja, auch wieder jetzt in der hat. Deswegen ist es nicht so einfach für Hugo. Man merkt einfach, im ersten Satz hat er noch extrem große Probleme sein. Wenn er das so machen kann, der sicherlich dominierende Spieler. 7 Satzbälle hier im TTBL-Finale. Und den ersten nutzt er gleich. 11:3. Setzt ein Ausrufezeichen. Ja, kann. Das wird er auch mit Sicherheit jetzt öfters auch spielen. Stark. Sehr stark. Sicherlich kein ganz einfacher Ball, aber das ist so wirklich, wie es in dem Technikleitbild des DTDB beschrieben wird, ganz sauber in den Ball gegangen. Die kurze Vorhand so zu machen. Ja, er hat ein paar Optionen, ja, hat sicher die Option. Der war halblang gewesen. Hugo hat im ersten Satz da öfter seine Probleme gehabt. Und jetzt hat er aber, glaube ich, einen Ball in der Vorhand. Ja, und jetzt hat er das versucht mit dem Gegenläufer. Schlag halblang und ein bisschen hoch auch rausrutscht. Haupt das Tor zum Finaleinzug für die TTF League per Ochsenhausen. Ganz weit aufgestoßen. Macht gut platzieren und vor allen Dingen den ersten Ball danach treffen. Er hat diesen Ball jetzt, der ist wichtig für ihn. Ja, er wird ihn lang. Diagonale, wo Hugo Calderano erwartet. Wieder seine Schwierigkeiten. Stark. Der Ball kann ihn wieder zurückbringen im Spiel, definitiv. Wieder Rückschlag. Die Rückhand-Banane ist jetzt wieder da. Aber immer seine 2 Punkte durchzieht. Zu bezwingen. Das 4. Mal. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Schwierigkeit hier. Unbedingt achten. Das ist man durch eine Rückhand-Banane, die er selbst spielt. Da muss mit Sicherheit definitiv und auch besser dran gearbeitet werden, auch mit den Aufschlägen die Punkte zu machen. Auch oft parallel gespielt. Kurz ist definitiv besser. Und immer. Stark. Gut gemacht. Diesmal war er bereit. Die Hand war oben. Und der Weg zurück ist dann für ihn schwieriger. Ja. Stark. Ja, deshalb wird Calderano ihn einen Tick mehr jetzt auch in Vorhand wieder anspielen, weil da Patrick noch seine Probleme hat. Könnte. Doch eher ein Spieler, der da extrem große Probleme hat. Ne? Wieder im Spiel angekommen zu sein. Abbott Arena zu kontrollieren. Ja, der Aufschlag war nichts. Zu hoch, attackieren zu können.
Wichtiger Punkt, um nochmal dran zu bleiben. Oh, da hat er sozusagen eigentlich den Ball liegen gehabt und er hat die beidhändige Rückhand eingeführt. Hugo Calderano, das hat er ja so ein klein wenig aus der großen Sportart oder aus dem großen Bruder des Tischtennis, aus dem Tennis entliehen. Wir haben es hier nochmal gesehen, aber toll reagiert von Patrick Franziska. Gut aufgepasst. Hohes Risiko da, aber ich. Und diesmal hat er den nicht. Bei 10 beide. Und diesmal ist er da gewesen. Hat jetzt auf diesen Rückhandflip gewartet. Ganz gut gespielt eigentlich von Hugo Calderano. Hier eine alte. Etwas noch in den Knochen stecken bleiben. Nicht zu schnell weggeht im vierten Satz. Stark gespielt. Erste. Vielleicht auch mal lang zu spielen, dann, wenn der Rückschlag kurz kommt. Er versucht es wieder über kurz, kurz. Machen kurzen Rückhand. Macht wieder, der Aufschlag ist eigentlich zu hoch gewesen. Er war besser mit Unterschnitt. Auch gut auf halblang mit der Vor- und dritte Rückhand ab. 7 zu 4. Ganz schwer zu sagen. Ich hätte direkt gesagt, er wäre außen gewesen. Ja. Hawkeye, bitte. Hawkeye, genau. Punkte in Reihe. Stark. Sehr gut gespielt. Und da hat nicht viel gefehlt, aber diesmal war. Und wieder, ja, ich will mal sagen, war vielleicht etwas überrascht von dieser beidhändigen Rückhand zu sein. Jetzt Satz Nummer 5, Aufschlag Hugo Calderano. Stopp. Hugo Calderano etwas zu entschärfen. Dieser Brücken und den TTF lieb, Herr Ochsenhauer. Alternativ auf jeden Fall sein. Jetzt jeder 0-2 bei eigenem Aufschlag. Calderano jetzt 0-3. Diesmal war er da. Aufschlag. Und eine Chance jetzt. Oh.
Stark gewartet in der Diagonal. Das war stark. Das war stark in der Situation, wo er eigentlich ja, den Ball erst nur zurückgespielt hat und Hugo Calderano die Möglichkeit gegeben hat, mit seiner Dynamik, mit Vorhand nochmal nachzugehen. Weltklasse. Kann aber. Von 14 gespielten Bällen erst 4 Punkte mit dem Aufschlag beide Spieler. Und es bleibt bei. Und diesmal ist er da. Das. Fast. Und da hat er ihn wieder. Also zumindest. Und jetzt die Chance. Da ist er.